Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde bei Hearthstone. Heute wieder im Bereich günstige Decks. Wir spielen den zweiten Teil von unserem Jäger. Unserem Jäger mit 1640 Mana. Ohne legendäre, ohne epische Karten. Ihr könnt auch dieses Deck umgestalten, wie ihr möchtet, aber rein aus der Erfahrung hinaus ist es so, dass es eigentlich gut funktioniert und alles gut zusammen fusioniert. Und beim letzten Mal hatten wir vier Siege. Ein Verlust wird früher oder später auch dabei sein. Aber gehen wir mal davon aus, dass dem einen oder anderen die legendäre Karten fehlen. Natürlich könnt ihr zusammenmischen, wenn ihr der Meinung seid, dass es epische Karten gibt, die das Deck verbessern. Kein Thema, könnt ihr alle machen. Ist jedem selber überlassen, soll ja auch jedem Spaß machen, mit den Karten zu spielen, auf die er Lust hat. Und nochmal was vorab. Falls euch das Video hier gefällt oder die Spielweise, dann wäre es echt nett, wenn ihr mal ein Like machen würdet. Da würde ich mich sehr drüber freuen, über einen Daumen hoch. Und genauso würde ich mich drüber freuen, über Abos. So, aber jetzt legen wir mal hier los. Also 1640 Mana. Wir müssen wechseln. Wir hatten Kupfer 4 erreicht letztens und um die Uhrzeit spielen eigentlich Leute mit starken Karten, aber kein Thema. Legen wir mal los. Das ganze Deck nochmals mal als Rückblick ist auf die Hyänen aufgebaut und auf unsere Fallen. Und im Große Ganze gilt es halt auch durchzukommen, ja. So, wir spielen gegen einen Magier im Standardmodus und das ist nicht schlecht. Da können wir ein bisschen Schaden auf den Gegner. Und zwar, okay, was mir fehlt ist jetzt, sind die Geheimnisse. Leuchtfeuer könnte vielleicht interessant sein. Hier, wenn ich mal sagen. Große Ganze sieht es eigentlich gut aus. Hier kriegen wir noch ein Geheimnis auf die Hand. Und wir bestätigen mal. Hier haben wir unsere starke Karte, wo wir ausbauen können. Und wir haben hier Flächenschaden bekommen. Das ist nicht schlecht, aber wir geben mal ab. Entdeckt ein Magidana, alle drei Karten auf die Hand. Wenn euer Deck keine Diener enthält, also wird es überwiegend auf Zauberschaden aufgebaut sein. Die drei Karten hat er bekommen, die hat er von Anfang an auf der Hand. Könnte ich machen. Normalerweise spielt man die Münze nicht aus, aber in dem Fall hätte ich gern doch eine Waffe in der Hand. Der macht, der ist nicht stark, da er Diener gezogen hat. Okay, eine Karte ziehen. Ich möchte keinen Schaden haben. Noch ist es zu früh. Todesröscheln habe ich nicht, also würde ich den rein behalten. Ein Diener mit 5 Leben zu vernichten. So, was macht man? Also, wir haben ihn. Der hat das zufällig als Diener gezogen. Zieht einen Zauber. Was machen wir? Hier haben wir 10 Schaden auf der Hand. Dann würde ich mal sagen,
Kassieren wir die 3 Schaden. Kassieren wir die 3 Schaden. Kassieren wir sie? Ja. Wir haben mal 3 Schaden drauf. Gleicht sich aus. 3. Wir kommen nach, okay. Nicht übel. Hast du jetzt wirklich die auf der Hand gehabt oder wie ist das zustande gekommen hier? Ne? So, jetzt können wir das da spielen und das. Passt. Das war jetzt ein positiver Zauber für ihn. Definitiv. Passt schon. 3 Diener hat er gezogen. War der jetzt dabei? Normalerweise denke ich mal nicht. Wir haben ihn schon bei 23. Ach nee, oder? Okay, passt. So, also, dann würde ich mal sagen, könnten wir den spielen. So aus hier damit. Und zack. War also 2 zufällige Zauber, die positiv für ihn waren. Ich hatte letztens mal was gespielt gehabt. Das hat 3 Schaden aufs ganze Feld gehauen. Okay, interessant. Den Fried rein. Den kriege ich mal weg. 2, 3. Oh, nett. Das ist sehr interessant. So, das macht nichts. Wir haben hier. Da hat ein Schöner, oder? Da kann er wirklich drauf bauen. Da kann er wirklich drauf bauen. Dann machen wir mal den und spielen mal den. Ja, mit dem Geheimnis, also wenn er 3, so, das sagt jetzt auf Wiedersehen. Duplizieren kann er nicht haben. Wunderbar. Jetzt müssen wir das ein bisschen schlau spielen. Ich denke mal, Rüstung hat er. So. Vielleicht auch einen Zauber. Das macht nichts. Das ist verdammt stark. Jetzt will ich wissen, was das ist. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass der mir hier. Hätte man es andersrum machen können. So, jetzt kriege ich ihn aber nicht ab. Wunderbar. Gehen wir weiter drauf. Der hat einen Wald. So, ist gut. Könnten mal antesten. Ich denke mal. So, dann ziehen wir mal den. Das war klar. Nehmen wir uns den vor. Nehmen wir uns den vor. Ich vermute mal, dass jetzt ein Diener kommt. Bei 8. Dann spielen wir mal den. Und 18. Das ist mein Wildtier. Mit 9 kann ich aber auch hier den Zauber spielen. Warten wir es mal ab. Deswegen ist Leuchtfeuer wichtig im Deck. Mal gucken. Der könnte ja hier wirklich was Großes spielen. Oder was Kleines. 2. So, einer stirbt. Einer davon sollte auf Wiedersehen. So, jetzt muss ich ein bisschen
Der ist sau stark. Wir spielen mal den. 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 Und jetzt ist am Überlegen, ob ich doch den spiele. Und nächste Runde ist es, könnte ich auch noch den spielen. Komm, passt schon. Sagen wir mal den, tut er widersprechen. So, okay. So, also. Fünf Schaden. Und tschüss. Das ist nicht schlecht. Ich guck mal, ob der das... Und somit ist das Spiel erledigt. Und Sieg. Und Sieg. Okay, wir haben einen kleinen Spielfehler gehabt, aber ich bin davon ausgegangen, dass er den mir halt fertig macht. Nee. Ich habe zu viel wild gespielt. Ist die Karte überhaupt dabei? Ist die runtergerutscht in den Wildmodus? Ich weiß es gar nicht mehr. Muss mal schauen. Also im Großen und Ganzen hat es wieder sehr gut funktioniert. Das gegen einen Magier. Das den Reino Quest hier. Eine Quest als legendäre Quest gespielt hat. Aber im Großen und Ganzen sah es doch gut aus. So, der zweite Magier. Das ist halt klar, wenn sie ihre Geheimnisse spielen, dass sie die Rüstung hochjagen. Aber Khadgar ist golden und ist schon länger da. Das ist interessant. Da ist eine gute Kombination. Dauert aber zu lange. Du bist auch nicht schlecht, aber einfach zu früh. Ein Lakai. Wir sind wieder Erster. Starke Karte. Gucken wir, was für eine Waffe wir bekommen. Gut, da. Der ist auch stark. Ich könnte einen Lakai spielen, will ich aber gar nicht. Spielen wir den. Noch weiß ich jetzt nicht, was für ein Magier das ist. Gut, also kombinationstechnisch haben wir jetzt nicht viel, aber wir haben einen Geheimniskiller. Das auch wiederum sorgt dafür, dass ich eine Karte ziehen kann. Dann haben wir hier ein, ja, interessant, da wird er wohl ein Zauber spielen, nicht wahr? Für den Fall wäre mir jetzt eigentlich, da habe ich die zwei. Der wäre auch nicht schlecht. Zieht eine Karte. Gucken wir mal Khadgar. Ganz gerne Zauber hier reinwirken. Kein Problem. Ist gut so. Interessant. Den verbrauchst du doch hier. Okay. Oh, das wird anstrengend. Wäre vielleicht doch nicht schlecht gewesen. Hm? So, also. Der war jetzt richtig nervig. Wir haben ihn für die fünfte Runde. Ja, Zauberschuh verursacht 4 Schaden. Okay, Zauberschaden plus 1. Ich spiele jetzt mal den Lakai. Da kann man ja einen hier verwandeln. Da kann er den spielen. Kurz mal überlegen. Wir machen 2 Schaden. Vier hat er. Okay.
ist, ne? Geh mal hier, deine Heldenfähigkeit benutzen. Gut gespielt. Petit Joe. Petit Joe, 25, 26. Okay, der ist jetzt nochmal saustark. So, also, wir haben jetzt die Möglichkeit. Gucken wir mal. Ist auch interessant. Der ist auch interessant, oder? Das dauert mir zu lange. La 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 la. Ist das Totröscheln? 2, 1. Nächste Runde. 3. So, lass die Hunde los. Lass die Hunde los, dann kriegen wir mal einmal weg. Auch wenn es er ist. Den kriege ich nicht los. Werden wir gleich sehen. Komm schon. Das war der vierte. Also die zwei machen wir weg. 8. Einer stirbt jetzt. Wer ist es? Sehr schön. Ja, dich machen wir später. 2, 2, 1, 1, 10. Das hat er gut gespielt. 3. Ich habe meine Geheimnisse jetzt mit zwei Schaden perfekt gewesen. Ne? So, 6, 5 und zack. 10 Schaden müsste ja machbar sein, ne, für dich. Ich renne gerade nämlich nur noch hinterher. Todesschuss. Bärchen. Korn. 3, 6 Schaden. Den du in 8 verwandelt hattest. Kein Plus. Okay. Combo entdeckt einen Zauber. Entdeckt einen Zauber schon wieder. Die Karte, okay. Combo entdeckt einen Magiezauber. So. Das ist unglaublich. Der macht es dann andauernd. Interessant. Das ist ja interessant. Okay. Da habe ich mich ein bisschen verkalkuliert, aber... Den kriegen wir mal weg. Ich will. Nee, oder? Uiuiui. Du bist dran. Nur auf Dina, ne? Okay. Hitzkopf. Ja, den Zauber. Weil, ja, die Rudeltaktiken, die wäre interessant gewesen. Passt schon. 2. Ja, da kannst du dich jetzt auch gerade sehr sicher sein. Ne? Das passt aber gerade. Mal gucken. Shit. Der ist es aber. Das macht nichts.
2, 3, 1. Interessant. Jetzt hier noch. Sehr schön. Mal gucken, welche erwischt. Na weg. Der wäre mir lieber gewesen. Plus ein Zauberschaden. Oh. Fügt am Ende eures Zuges. Das ist schon eine hartnäckige Karte. Ich komme da nicht dran. Ich habe echt auf das gehofft. Genau. Muss zugeben, hat er gut gespielt. Und ich habe wie schon den falschen Magier gedacht, dass es ein anderer Magier ist. Gut, wie gesagt, machen wir halt mal ein Minus. Nee, das war nicht gut. Ich habe dich falsch einkalkuliert, mein Guter. Wirklich. Falsch einkalkuliert. So, dann. Ja. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich nämlich die drei Karten nicht behalten. So, das war uns eine Lehre. Wir müssen unsere Geheimnisse suchen. Das wäre interessant gewesen, ja. Tral, die neuen Karten, die kenne ich noch nicht so gut, ja. Also, definitiv gegen Tral, der kann sich auch heilen. Ja, fast kann auch weg. Der ist gut, wenn ich jetzt was bekomme. Das ist eine sau starke Kombination, die Rudeltaktiken, aber ja, mal gucken. Vierte Runde kann er mich. Okay. Eine legendäre. Noch. Spiele stehen. Kann nichts schief laufen. Jetzt sieht Karten. Das dauert noch ein paar Runden. Der ist auch sau stark. Ich hau dir mal den drauf. Das lasse ich als Kombination gleich. Das ist 2. Lakai. Noch ein Lakai. Das sind 2, 3, 1. Damit ist es der Lakai. Ja. Überladung. Haben wir den mal rein. Fantastisch. Ja, das hatte ich vergessen gehabt. Jetzt kommt mein Dreier erstmal. Und den kannst du auf die Hand nehmen. Spiele ich den gleich runter. Hier. Hier, den spielen wir runter. Oder? Interessant. Zwei Schaden. Haben das doch noch geschafft, ne? Ja, das hat noch einiges gekostet. So. Wie viel braucht er noch? Einen. Das ist schon die zweite legendäre Karte, mein Freund. Pikant, pikant. Passt. Auch okay. Ja. Also, du bist ein Wildtier. Ich habe den und das. Was ist, wenn er dich stärkt? Wir haben ja ihn auch noch.
den, den, den. Geben wir ab. Der wäre stark gewesen. Oh. Ruft einen Schrecken. Machen wir nochmal. Fantastisch. Fantastisch. Und das machen wir später. Den spiele ich mal runter. Den können wir dann hier gebrauchen. Den brauche ich nicht, aber den, falls ich unsere Hyäne. Warum nicht den, wenn ich fragen darf? Episch. Zwei legendäre. Den nimmst du jetzt auf die Hand zurück. Nicht? Ach, so ist auch. Ich habe nur noch 16 Leben. Ich muss jetzt ein bisschen aufräumen. So. Stimmt. Passt schon. Zwei Schaden. Doppelt. Das sind auch vier Schaden, ne? Vier Schaden mit Lakai. Ich bin den. Du bist dran. Ja, das. Irgendeiner von den Jungs. Nein, aus Kredit. Nein, das ist ja ein Pech. Ist ja unglaublich. Jetzt muss Doppelschaden hier. So ein Mist. Ja. Danke. Danke. Oi, oi, oi. Ist ja ein Ding. Gut gespielt, ja. Du hast es nicht schwer gehabt. Macht nichts. Macht nichts. Weiter geht's. Zweimal los, ey. Das ist ja unglaublich. Ja, ja. Passiert. Ja, jetzt unterschätzen wir mal den Mage nicht. Passt, passt. Ist schon okay. Nur der Lakai. Der Lakai. Der Lakai. Ja, wir haben uns zu viel aufhalten lassen. So. Wieder bin ich Erster. Die ganze Zeit Erster. Hab, wisst ihr das, dass ich keine Karten habe oder so? Ja, ich spiele mal das. Rufen wir noch ein paar zuverlässige auf. Eieiei. Probieren wir mal aus. Okay.
Passt, 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 passt. Schöne Karte. Wenn er also doch den mit Zauberschub spielt. Okay. Oh, hat ja genug zur Auswahl hier, ne? Passt. So, Flächenschaden einfrieren. Das war klar, dass du den hier. Wenn ich den jetzt spiele, haben wir an den nicht dran. Vorhin habe ich mich zu viel mit den Gegnern befasst. Ich muss gucken, dass meine. Okay, das gefällt mir nicht. Das könnte ich Leuchtfeuer gut gebrauchen. Ja, dann hat er gedoppelt. Sind ja auch im Spiel. Mir wäre zwei Schaden jetzt. Das machen wir. Alle weg. Sehr schön. Das war klar. Was hat den Spiel? Verringert die Kosten vom Zauber, okay. Wenn ich den jetzt runterkriege mit dem, ist auch gut. Entdeckt. Salon. Okay, dann nehme ich das mit dem in Kauf. So, jetzt gucken wir mal. Leicht wird es nicht. Das war Mana werden. 6 drauf. Mein Dreier ist aber da. Fantastisch. Leuchtfeuer wäre schon interessant. Also. Bisschen weg. Ja, sagen wir mal 15 Schaden. Das muss ich jetzt ein bisschen anders da machen. Ruf 2 zufällig. Ja, oh, interessant. Was für starke Karte, ey. Ruf 2 zufällig Diener herbei. Die kosten 5. Wähle aus, welche stirbt. Okay, dann brauche ich jetzt nicht mehr. Passt. 13. Und wer stirbt jetzt? Ah, nicht der. Schade. Schade, schade, schade.
Zwei Runden, weil wenn er jetzt ein Geheimnis spielt, greife ich ihn nicht an. Dann spiele ich hier nur noch meine Heldenfähigkeit. Vielleicht schütze ich mich noch mal hier. So und? Okay, es ist Zauber. Zaubern darf er. Wie gesagt, egal was er jetzt spielt, geheimtechnisch. Wenn kein Geheimnis kommt, okay, greife ich ihn an. Mit Waffe und hier und. Ja, jetzt hat er ein Geheimnis gespielt. Da lassen wir uns die Finger mal weg davon. Macht nichts. Kannst du haben. Ich spiele den runter mit dem. Gucken wir mal. Wenn er Alexstrasza hat und diesen Drachen gibt's. Das wird er dann noch mal machen, aber okay. Zufällig habe ich es aber wie gesagt Geheimnis. Ich hätte jetzt nur meine Heldenfähigkeit benutzt. So macht man das. Rüstung, die passt. Ne? So, passt wirklich gut. Die nächste Runde wird begonnen. Also im Großen und Ganzen funktioniert es ja recht gut, ja. Ohne legendäre, ohne epische. Momentan haben wir halt zwei gewonnen, zwei verloren, ist aber ein guter Schnitt. Ja. Aber insgesamt, seit ich das Deck spiele, haben wir sechs Siege und zwei verloren. Ja, oh, jetzt wird es richtig schwer, denke ich mal. Deswegen gucke ich das auch hier. Ne? Also, schauen wir mal. Sieht gut aus, weil ich eine Vernichterkarte habe. Ein Lakai kann ich noch auf die Hand nehmen und ich kann ihm was auf die Hand zurückgeben. Wenn er ein Buchband spielt, ist das dann auch erledigt. Ich weiß noch nicht, was es für Paladine so gibt, wie stark die sind. Weiß ich wirklich nicht. Aber schauen wir mal und haben Spaß. So, da wir jetzt nicht wissen, was er hier hat, will ich gern doch einen Lakai schon auf die Hand nehmen. Die nächste Runde kann ich nämlich Schaden machen. Der ist auch nicht schlecht. Den behalte ich. Da können wir direkt drauf, direkt drauf. Jetzt kann man nicht mehr direkt drauf. Dich behalte ich mal, aber ich überlege gerade. Der kann sich auch heilen. Ne? Und den Silber-Champion hat er auch. Den hat er auf jeden Fall. Die Waffe. Also, was machen wir mit so einem günstigen Deck? Ich könnte jetzt den zweiten Lakai spielen. Genau, dann haben wir den Weg hier frei. Das ist ja zu schwach. Ne? Drache. Drache erwache, aber auf drei Schaden. Verzichte ich jetzt. Momentan und spielt doch das ihm wieder zurück auf die Hand zu geben. Vielleicht stärkt er den ja. Keine Ahnung. Meine, ein paar Dinge hat er. Den darf ich jetzt erstmal auf die Hand nehmen. So, 4. Rekrutiert zwei Diener. Okay.
Schade, dass ihr hier keine Wildtiere seid. Interessant. Interessant. Weiter. Natürlich hat er sehr gute, starke Diener wohl heilen können, auch mit Eifer. Warum der das jetzt so rumgemacht hat, weiß ich wirklich nicht. Auf was hast du jetzt vertraut, dass du direkt... Da kommt was Großes. Fünf. Brauchst du die Drachen, ne? Auf der Hand? Brauchst du sie? Fünf. Tütüm, 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 Klassenhaustier. Tütüm, 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 tütüm. So, 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 so. Lass die Hunde los, Geheimnis. Weiß ich nicht. Aber ich will durch. Definitiv jetzt. Ich muss mich entscheiden. Zwei Schaden oder Sommertopf. Top. Sommerset Top. Sommerset Top. Passt schon. Gucken wir mal. Wir haben halt wirklich hier eine Kombination. Aber er hat ja auch genug Zauber, die auf 1 runterzureißen. Und deswegen steht auch hier der Todesröschler jetzt da. Das ist ein nochmal normaler, mit normalen Angriff und Verteidigung aufgerufen wird. Wow. 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 Und hat er Glück. Das war ja mal ein Ding, ey. Das hat dich jetzt aber 6 gekostet, ne, mein Freund. Was macht der? Kampfschrei entdeckt einen Magiezauber. Das gefällt mir. Wir spielen den. Den spiele ich nicht. Ich spiele den. Passt. Zack. So. Drachen hat er gezogen jetzt. Ne? Eins, zwei. Mal gucken. Der wäre mir lieb. Der ist auch okay. 2, 2, 4, 4, 2, lass die Hunde los. Lass die Hunde los. Siehst du, das ist das. Die haben wirklich fette Heilung. Ne? Also jetzt mache ich die zwei weg und hau den weg. Oder? Oder? Ode, ode, ode. Bist du ein Wildtier? Na, na. Wir nehmen das. So, ich guck mir nur an, wie rum ich das mache. Ich wollte ja den spielen, aber du darfst den machen. Du darfst den reinhauen. Du den. Jetzt überlege ich mir, ob ich den noch zwei wegklatsch. Dann ist er, das sind 2, 4. 8 Heilung, also er hat echt starke Heilkarten. Ne? Aber ich bin der Meinung, wir machen das so. So, jetzt kommt 1 und Weiher. Das wäre auch interessant gewesen. Komm, mach 1er. Hast du auch die Weiher schon? Nein, hast du nicht. Das ist aber gut. Das war jetzt nämlich der Reißer schlechthin. Hä? Acht Heilungen. Hätte er die 8 Heilungen jetzt nicht gehabt, wäre er bei 7. 7, 9 habe ich. Jetzt brauche ich nur noch Fass. Das ist nämlich ein Wildtier. Ja, das hat dafür gesorgt halt, dass er angegriffen wird hier. Ne?
Und das ist auch gut so gewesen. Au, 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 das tut weh. Lebensentzug. Ich hasse Lebensentzug. Hat er Eifer? Hat er Gott sei Dank nicht. Der ist mir egal. Der muss weg. Die zwei ist in Ordnung. So, warum hat er das so gespielt? Den hätte ich gerne weggehabt. Wenn ich aber jetzt mit denen angreife, verzichte ich auf meine Stärke. Und wenn er den aber stärkt, habe ich ein Problem. Aber ich könnte ja auch den einfach nochmal platt machen, dass er sich um 2 heilt. Die 2 ist okay. Ich will doch den. Ich guck mal, was ich krieg. Der wird ja gleich aufgerufen. Das ist fantastisch. Den spiele ich auch runter, dass das passt. Und wem könnten wir 2 Leben verpassen mit Spott? Was hältst du davon? 3, 3. Zauberschaden hat er nicht. Ich nehme dich, mein Freund. Mit deinen Dreier. Mikrobots. Wir nehmen den da weg. Den hau ich rein. Zack. Ja, das soll. Mal gucken, ob auf meinem Bluff mit die Weihe. War klar. Die sind schon mal weg. Sehr schön. Die zwei sind aber noch da. So, jetzt kommt erstmal noch einer. Das ist schon mal 3-1. Jetzt kommt noch ein Vieh. Das ist schon mal wieder so eine Karte. Ah, da ist er doch. Was für starke Karten, ne? 2, 12. Fantastisch. 4. 4. 1, 3, 3. Okay, passt. Jetzt die richtige Karte und dann ist schon der Sieg da. Den suche ich aber auch jetzt. Spielt schon geil. Komm, Baby. Komm schon. Und? Ja, das reicht mir jetzt nicht aus. Der ist auch sau stark. Jetzt kriege ich eine Waffe noch in die Hand. Nein. Mal gucken, ich habe es jetzt herausgefordert. Ja. Damit kann ich auch noch was machen. Hoho, come on. Auf wen gehst du? 3 Schaden? Du hast doch so viele Karten, ey. 6 Heilung. Alles kein Problem. Wildtier habe ich auf der Hand. Komm schon, Fass. Fass und das Spiel ist erledigt. Golden. 3. Denk mal nach. Das gibt 2 Schaden. 6. 4. Gewonnen. Wenn er hier jetzt nichts hat. Win. Gut gespielt, wenn er nichts jetzt hat hier mit 1. Hast du was? Ja, das reicht. Fass habe ich auch. Okay, komm. Brauchen wir nicht. Passt, passt. Und nochmal gewonnen. Gewonnen, gewonnen. 78% Winrate. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir noch. Komm, machen wir noch ein Sternchen. Na? Jetzt haben wir 3 Siege und 2 verloren.
Passt. Ja, okay, jetzt. Ja, passt schon. Dieses Video ist fantastisch. Jo, hoffentlich gefällt es euch und gebt mir ein Like. Wir spielen gegen einen Krieger. Verstohlenheit kommt nicht in Frage. Zieh Waffen, das ist mir auch sehr wichtig. Und ich gebe euch mal auf. Lass die Hunde los. Muss mal gucken, dass er hier mit seiner Rüstung nicht hochgeht. Dass er halt dann nicht so viel Schaden machen kann. Ja? Lakai oder Dester dann? Oder ja, und das ein zufälliges Wildtier. Sollte ich schon was auf dem Feld haben? Das könnte ich dann schon bei 4. Hallo. So. Wir. Muss ich ein bisschen warten. Ich spiele den Lakai. Spottlakai, das ist gut. Drei Schaden gegen. Zwei Rüstung. War mir klar. So. Der ist auch okay, aber. Ich will dahin. 29. Ich darf nicht Rüstung aufbauen lassen. Also ich möchte nicht. Mal gucken, aber wie sich's entwickelt. Gell? Wie entwickelt es sich? Drei Rüstung, war klar, ne? Ein kleiner Jäger, du. So. Lass mich überlegen. Der wird einen Zauber spielen. Sicher? Ich tue. Ja doch, tun wir mal runter. Sport. Sport. Und Galakrond. Aha, okay. Tschüss. Drei. Ein Pirat. Da warte ich noch ein bisschen. Nee, nee, hier drauf. Passt schon. Sehr schön. Eins, zwei. Pirate. Pirat, das ist mir noch zu wenig. Was meinst du, ob er da drauf geht? Flächenschaden. Galakrond, immer wieder Flächenschaden. Das machen wir später. Leuchtfeuer. Ich bin dafür. Der soll hier drauf gehen anstatt auf mich. Passt schon. Die Schrecken sind ja auch noch da. Ne? Ja. Aber ich hat halt Flächenschaden ohne Ende. Jedes Mal, wenn er einen Galakrond macht. Oh ja, das heißt, lass mal überlegen. 3, 2. 3, 2. Was hältst du denn davon?
Der hat noch zwei. Okay. Überheblich. Der Karl. Der Karl, der Karl, der Karl. Im Großen Ganzen ist das ja schon, aber da er Galagrund hat, hat er auf jeden Fall eine legendäre Karte. So, ich werde auch weiter auf sein Leben. Interessant. Und? Was wird's? Einer von denen verschwindet. Okay. Come on. Interessant. Den hast du am Leben gelassen. Der ist auch gut. So, lass mal überlegen. Den Zweier. Ja. So. Einer wird sterben, wenn er einen Zauber macht. Einer geht auf seine Hand zurück. Ah, Mann, muss das diese Karte sein? Dass der die schon jetzt in der siebten Runde auf der Hand hat. Aber auf der anderen Seite steht noch einer. Und den kann er noch nicht spielen. Den nimmst du erstmal auf die Hand zurück. Oh ja, der stirbt und der Baby bleibt. Interessant. Auch interessant. Sehr interessant. Wenn es so ist. Sturm. Nächstes wird der und der sein und der und der. Okay. Rüstung kann er sich nur mit Kater machen. Genau. Aber einer geht und wer ist es? Okay, die ist schon mal weg. Der ist weg. Der kommt jetzt dran. Sehr schön. Interessant. Hi, Babe. Auch mal Glück. Mann, 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 ey. Jagt er die Dinger hoch. Was? Ehrlich? Okay, danke. 6, 5. Neun Catcher. Neun Catcher.
Das wäre auch klasse, wenn er jetzt meuchelt. Wie viele Legendäre hat er gespielt? Weil du so überheblich warst vorhin. Hier hast du. Ohne Legendäre, ohne epischen. Gelitten. Gelitten. Nee, ich bin jetzt nicht Dings. Ja, legendäre Karten würde ich auch spielen, wenn ich ehrlich bin. Ja, wenn ich auf Sieg bin. Aber das war eine verdammt starke Karte, du. Gut, im Großen und Ganzen sind wir auf 80%. Jetzt sind es 4 zu 2 Siege, ne? Also momentan gewertet habe ich 2 geschafft. Ja, aber in dem Sinne werde ich mal sagen, keine Quest, nix. Ja, den habe ich sehr selten gespielt. So, ihr Lieben, also habt ihr es gesehen? Es funktioniert. Hier unten. Wunderbar. Ohne legendäre, ohne epische Karten haben wir momentan Kupfer 2 erreicht. Klar kann man da nicht fallen. Aber man sieht, gegen was für Decks wir gespielt haben. Ja, ein Spiel habe ich da missbockt, weil ich es nicht einfach damit rechnen konnte. Hier, was für ein Mage das ist. Ja, die Karten sind mir selber auch noch neu. Aber im Großen und Ganzen erkennt man ja hier, dass es 80% jetzt waren. Ja, also ich habe 2 Spiele auch verloren. Also nichts ist für die Ewigkeit. Ja. Und Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt mir ruhig ein Like. Ja, kann ich echt gut gebrauchen. Würde ich mich drüber echt gut freuen. Ja, über ein Abo würde ich mich auch freuen. Ne? So ist es nicht. Aber in dem Sinne, was sagt der Peter Lustig? Irgendwann ist Sendung aus. Und das war früher, falls ihr das noch kennt, gab es Fernsehen, da hat man auf die Knöpfe gedrückt. Es gab Fernsehen, da hat man die Knöpfe gedreht, um sie auszuschalten. Aber in dem Fall möchte ich nicht, dass ihr es ausschaltet, ja. Einfach mal da unten, ja. Da unten, da gibt es so einen Button mit dem Daumen nach oben, nach Daumen nach unten. Ich denke mal, dass das Video jetzt Daumen unten nicht wert war, ja. Also bitte einen Daumen hoch. Wäre echt klasse. Würde ich mich echt drüber freuen und bis zum nächsten Mal und bevor ich jetzt, warte mal, bis zum nächsten Mal sage, vielleicht spiele ich beim nächsten Mal für Leute, die eine andere Klasse spielen wollen, kann ich mal vorab ankündigen, ein Schamane, der hat einen Wert von 1560 Mana. Also, kurzweilig, ich will jetzt nicht aufklicken, weil das soll eine Überraschung sein fürs nächste Mal. Aber recht trotzdem ist halt wirklich der ist effektiv. Der ist effektiv gebaut, der hat alles, was er braucht. Ich denke auch, dass man da mit ein bisschen Glück auch gut sogar in den, ob man es glaubt oder bis Gold kommen kann mit dem Jäger, ja? Wie sich mein Schamane entwickeln wird, werden wir beim nächsten Mal sehen. Ich freue mich, gebt mir bitte ein Like. Bis zum nächsten Mal. Euer White Raven. Ciao, ciao.